Moin, liebe Zuschauer, ich möchte nur eine kurze Anmerkung machen, bevor das Video beginnt. Und zwar habe ich im Video behauptet hier, dass das Spiel, was wir spielen, ein Early Access Spiel ist. Aber laut Steam ist dem nicht mehr so. Es steht nicht mehr dran, dass es im Early Access ist. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es das nicht mehr ist. Ich wollte das nur korrigiert haben, bevor ihr nachher was Falsches denkt. Viel Spaß mit dem Video. Moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer Runde Blade Symphony mit dem Screenie. Wir haben die Geigen bereitgestellt und schon die Trompeten hingestellt, damit wir mit unserem kleinen Orchester eine Symphonie starten können. Genau, wir werden es total vergeigen. Das ist doch ein Musikspiel, oder? Genau, das ist ein Musikspiel. So. Alles andere wäre auch ein bisschen seltsam. Ich erkläre nachher mehr, was Blade Symphony ist, aber jetzt muss ich aufpassen, nicht auf die Fresse zu bekommen. Ist mit den wenigen Frames, die ich durch die Aufnahme habe, doch etwas schwer. Könnte ich noch verlieren. So. Nein. Ja, der Typ hat es in den ersten paar Schlägen nicht so drauf. Den konnte ich gut mit einem Seitwärtsschlag hauen. Also Blade Symphony ist ein Early Access Spiel. Early Access? Early Access. Ja. Das ist ein fertiges Spiel. Nein, das ist noch in der Entwicklungsphase. Aua, Schwein. Was soll denn dann auch kommen? Es kommen Maps, Modi. Okay. So, nächste Runde gegen jemanden. Also man kann hier so Gesten machen, man kann... Es ist halt ein... Siehst du meinen USB-Stick? Warte. Nein. Du hast bei mir Tone Death. Was habe ich bei dir? Tone Death. Okay, ich habe bei mir nämlich so einen riesigen Katana. Gut. Komisch. Screeny. Also es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Auf jeden Fall, das ist ein, Third-Person-Schwertkampfspiel. Genau, ich bin gerade zu konzentrieren. Oh, du hast mich gekontert, du Schwert. In dem es halt darum geht, halt wie in einem normalen, Beat'em-up, den Gegner aufs Maul zu gehen, damit sein Lebensbalken zuerst auf Null geht. Exakt, und es ist ganz schön einfach, wenn man es richtig kann. Also wenn du richtig... Na, komm ran. Komm ran. Haha, es hat geklappt. Gegen Leute, die genauso wie schlecht wie Sand selber sind im Greifen. Oh, du bist meinem Lieblingsangriff gedodged. Oh, schön. Bullshit, ich stand doch. Du hast aber selber einen Wurfstein aufgeladen. Wurfstein, der Wurfstein sollte rausgeworfen werden. Das ist die schlimmste Waffe im ganzen Spiel. Es ist ja. Ich hasse es, deswegen benutzt es auch fast keiner. Und du hast dasselbe gemacht, was für ein Noob-Move geht, und zwar mich bei niedriger Gesundheit mit einem Wurfstein erledigt. Exakt, weil du einen Wurfstein gegen mich verwenden wolltest. Ja, du hast aber noch mehr als genug Leben. Na, stay over here! I said stay over here! Also man hat hier verschiedene Stances, also hier, man sieht unten links hier verschiedene Kampfhaltungen und jeweils, jeder Dings hat drei Schläge, die man so beliebig dann aneinander rein kann. Excelling! Excellente!
Es geht ja wieder los. Setze mir jetzt ein Ziel, ein persönliches. Wie kannst du dich bewegen und es trotzdem blocken? Bullshit! Du musst in die Richtung gucken. Du darfst nur, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt zum Beispiel schlage in dem Moment, dann kann ich es nicht blocken. Ah, fuck. Nein, Gott! Oh, komm! Diesmal habe ich es mit dem Block gemacht vom Schwert. Ich habe aber nur Draw. Final Round. Ah, nein, wir hatten. Oh, komm schon! Ja, wie geil! Ich hab durch einen Timeout und Draw errungen. Na, warte. Ich wusste gar nicht, dass das geht bei Timeout. Oh, der Dodge von dir war richtig edel. Und es kommt halt auch immer darauf an, wie bewegt man sich im selben Moment. Ah, 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 ah. Das ist wie tanzen, nur schöner. Ach, den Scheiß hast du mich gerade erwischt. Nein, 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 das wäre mein Tod gewesen. Okay, ich muss heavy stancen. Ich muss heavy stancen. Sonst komme ich hin zu nix. So, ab jetzt würde normalerweise das Wurfstern-Battle bei Noobs einsetzen. Oh, was? Jesus Christ. Boah, ich hatte dich getroffen. Ja, ich hatte aber in dem Moment mein Schwert noch oben. Ich habe so einen Stechangriff gemacht mit einer Heavy Stance. Oi, Jesus Christ, war das... I call bullshit on that. Wir waren übrigens das letzte Match auf der Map. Ich weiß. Alter. Boah, war das intens. Und ja, es war intens. Und ich hatte vor, dich eigentlich mit dem Griff fertig zu machen zuerst. Griff hat halt eine kleine Reichweite. Das ist der große Nachteil bei dem Spiel. Ich will nochmal einen ganz kurzen Cut. Okay, lass uns aufs Rooftop. Ja, okay, ich werde. Rooftop. So, noch nicht angreifen, bitte. Ich muss ganz kurz einen Cut machen. So, da sind wir dann auch direkt wieder. Jetzt habe ich ein paar Frames mehr, hoffe ich. Wir kommen auf den Dächern. Ah, wir kommen auf. Alter, was leckt das denn hier so? Ey, guck. Jetzt habe ich mich falsch bewegt. Oh, warte mal. Ja, Gottes Willen habe ich wenig Frames. Jesus Christ, Source Engine, please. Oh, was? Du hast... Boah! Nee, hab dich erwischt, okay. Du, hä, wie hast du mich so... Echt? Du hast mich doch gekontert, oder? Ein Block stunt dich übrigens, wenn ich dich abwehre. Normalerweise zumindest. Yeah. Round 2. Fight. Ja. Also, Blade Symphony ist im Early Access und es ist so ein Duell-Schwertkampf-Simulator-artiges Spiel. So kann man es bezeichnen. Also, es gibt verschiedene Maps, es gibt inzwischen auch so ein. Es gibt inzwischen auch Punkte einnehmen. Wer auch immer, bitte mal kurz leise bleiben. Ja. Ich habe jetzt mal für die nächste Runde mein Schwert gewechselt. Okay. Ich ziehe mal meinen Katana. Also ich habe so ein Katana. Also man gibt auch viel Workshop-Content. Normalerweise sieht man andere Leute Workshop-Content. Ich trage halt einen riesen USB-Stick mit mir. Bei mir sieht man es leider nicht. Ah, sehr schön gekontert. Warum auch immer mein Charakter sich gerollt ist. Das passiert zum Beispiel, wenn ich versuche, gegen die Fast Sense mit der Mittelstanz zu machen. Ah, hat er mich gekontert.
Final round. Worauf wächst du? Warte mal. So. Geh. Guck, dass er der Angriff ist. Ach, schade. Das ist das Tolle an meinem Charakter. Du weißt echt nicht, wo er hinflippt. Komm. Oh, es hat funktioniert mal. Oh, was? Was? Ja. Ach, Scheiße! Nein, da hat er meine Heavy Attack. Oh, das war, der war schön. Der war. Was ist eigentlich, wenn nach drei Runden unentschieden ist? Das wäre mal interessant. Gibt's vielleicht eine Extension oder so? Wir haben noch 30 Sekunden. Du stehst vom Leben her niedriger, du musst rankommen. Ich werde das jetzt auswarten. I gotta sit that out. Ja. Nein, das wäre nicht mein Stil. Oh, der war schön. Ich hab's gesagt. Rotze, ey. Ich hab mal gewonnen. Jetzt muss ich warten, muss ich beiden zugucken. Jetzt sehe ich dein Schwert. Ach, du hast dieses abgesägte. Okay. Ich habe jetzt dieses Richtschwert. Das ist nice. Oh, komm schon. Der ownt dich mit Wurfstern, Junge. Oh, ist das herrlich. Also ich glaube, Symphony's Blade kostet, Blade Symphony kostet irgendwie, ich glaube, wie viel kostet's? 15 glaube ich, ne? Und befindet sich immer, glaube ich, immer noch im Early Access. Jetzt zeige ich euch mal noch ein bisschen die Customize Options. Es gibt hier 4 verschiedene Charaktere. Den Juggernaut, den Screeny benutzt. Einen, der eher Stichangriffe ausführt und einen, der immer so rund Attacken, so rundum Attacken ausführt. Und dann gibt es noch die hier, die einfach alles macht. Backflips, Rolling. Dann gibt es hier diese Group Default. Jetzt hat dein Typ mich gerade rumgedreht. Ach ja, das ist beim Parry mit dem richtigen Schwert. Das macht das Geräusch. Die ganze Zeit ist gedreht. Ah, okay. Der hat Angriff gespammt. Ach so, deswegen, okay. Also hier gibt es dann diese, gibt es normale Schwerter, die vom Spiel gestellt sind, die man sich dann so mit spielbaren Noten freischalten kann. Und das sieht schon sehr geil aus eigentlich. Und dann gibt es noch Workshop. Workshop ist sichtbar für alle anderen Spieler auch. Meistens, wenn sie es einstellen. Und da kann man sich dann... Der spammt nur Angriffe. Kann man sich so viel 1000 Scheiße runterlaufen. Ja, es ist kacke, wenn der die ganze Zeit dieselben Angriffe spammt. Weißt du, als erstes schmeißt er mir erstmal Haufen an Shurikens dagegen, um dann rumzuspammen. Ja, der spammt halt hier gerade, glaube ich, die ganze Zeit denselben Angriff. Ja. Toll, richtiger Skiller. Round 1. Auch Oak. Ja, ich wurde schon auf Oak runtergestuft, super. Ja, das passiert ganz schnell. So, gucken wir mal, ob ich gegen ihn was machen kann. Ich bin ein bisschen agiler. Ja, du, mich kriegst du nicht mit den Wurfsternen. Ah, fuck. Er hat den Nachteil, er schlägt nur um sich rum. Ich hab... Ach, fuck, jetzt hat er mich gekotzt. Bisschen Raum schaffen, ich brauch die Balance. Das Problem ist leider, er ist extrem gut darin, sich zu verteidigen. Ich kann auch blocken, das blockt dann universal alle scheiß Shuriken. Ist ein Arsch mit seinen Shuriken.
Boah, das hat er jetzt richtig nice geblockt. Ah, der ist gut. Der pariert auch meine niedrigen Schläge. Ah, Mann. Aber ich habe gewonnen, glaube ich. Ah, ne, ist ein Draw. Das ist das Problem bei so Leuten mit Shurikens. Das sind nämlich meistens so Leute, die ja nicht rankommen zu dir. Sag mal, haben sie meinen Charakter genervt, dass der länger zum Angreifen braucht? Ah, jetzt hat er mich mit einer Sprungattacke gekontert. Ah, jetzt hat er mich mit dem Aerial gekontert. Final Round. Fight. Diesmal muss ich aufpassen. Ich hasse diese... Ja, klar, ist ein Treffer. Wie auch immer, meine scheiß Attacke ihn nicht getroffen. Warum machen eigentlich alle Leute mal mehr Schaden als ich? Boy, get wrecked! Alter, ist das... Guck dir dieses Schwein an mit seinen Shurikens, ey. Ah, sieht gut für mich aus. Ey. Jetzt versucht er mein Leben nämlich durch Wurfsterne runter zu reduzieren, dass er mich noch killen kann. Ich weiß. Das sind so die richtigen Arschlöcher, diese Leute. Das ist richtig. Leck mich, ey. Muah, Schmatz für dich, du Sau. Oh, unentschieden jetzt komplett. Round one. Nee, ich hab gewonnen. Ja, aber. Was? Fight. Ich hatte gegen ihn gewonnen. Dann wer die letzte Runde gewinnt, gewinnt das Spiel? Ja, ich hatte, es sind ja drei Runden. Ich hatte ja die dritte gewonnen. Es war ja eine, hatte ich gewonnen, eine war drawn, eine habe ich ja noch gewonnen. Huch, echt? Also ich hatte ja ich hatte jetzt gerade gewonnen gegen ihn. Oh, yeah. Ah, ich hasse es immer, wenn der Charakter dann angreift und nicht wegrollt. Ich kann auch mal ein bisschen das. Ich liebe es. Richtige Kacktaktik. Ich muss wieder lernen, welches Schwertstance du führst. Du führst die schnelle Schwertstance. I'm going to learn! Ah, fuck, das ist die schnellere. Das ist immer das Problem, wenn ich habe diesen mich rumschlag, den muss ich auf Distanz timen, weil sonst braucht der zu lange. Jetzt weg, weg. Schwerter führen Distanz. Ich darf das nicht vergessen, dass du auch auf Distanz ein paar Schläge. Ah, es ist eben gekontert. Oh, hätte ich auch ruhig.
Sehr gut. Ich hätte mich nicht verleiten lassen dürfen für die Scheiße. Jetzt muss ich aufpassen. Der nächste Schlagabtausch entscheidet. Ah, oh, Schwein. Dreckiger Lacker, ey. Hab ich nicht. Das ist das Problem an aufgeladenen Heavy Strikes. Die sind schwer zu spielen. Scheint auf Gott zu sein. Da? Entweder du haust ihm jetzt auf die Fresse oder nicht. Warte. Drück T. Ja gut, das ist jetzt beginnt wieder das lustige Cutten von Sachen. Wo waren das? In den Optionen oder hast du das aktiviert gehabt? Mit der in Optionen unter Game, da müsste wie Workshop-Option. Workshop? Workshop Items of all. All natürlich. All. Workshop Items of on other players, all. Done. Ich hatte nur Approved, okay, weißt du? Ich hatte nur Approved Content. Also es ist definitiv, auch wenn es so stumpf aussieht, nicht so einfach, das Spiel. Weil man hat durch diese drei Stances natürlich, muss man dann auch noch einrechnen, wie je nachdem, wie man sich bewegt, schlägt man auch nochmal anders. Ja, in der nein! Das gilt jetzt als Draw, schön. Streeny, du bist auch so ein Light Stance Spammer, oder? Dadurch, dass jeder auf einen leichten Stance spielt. Ich spiele meistens auf Balanced Stance und Light Stance kombiniert. Ich fange mit der Balanced an und schlag dann mit der Light Stance rüber. Weil mit der Balanced kann ich dich ganz einfach auskontern. Aber nur dieselbe Stance ist halt kombotechnisch entsprechend nicht sonderlich praktisch. Ach ja, genau, was ich noch zeigen kann. Wartet. Jedes Schwert hier zum Beispiel die Langschwerter haben so und so viel Schaden. Hohe Multihitrate haben die. Okay, hatten sie. Also sie haben ein recht hohe Multihitrate und sie drehen aber den Gegner beim Parieren nicht. Dann gibt es zum Beispiel hier auch noch, ich habe so viele Langschwerter, Katanas. Katanas machen zum Beispiel weniger Schaden, aber haben auch nicht so die hohe Multihitrate und braucht lange, um seine Attacken aufzuladen. Macht dafür doppelten Schaden nach einem Parieren. Oder dann gibt es hier den Dorian Jian. Die machen zum Beispiel so viel Schaden, ziemlich viel Luftschaden, haben einen höheren Knockback und jedes Mal, wenn du angreifst, verringert sich die Zeit, bis du wieder angreifen kannst. Und dann gibt es zum Beispiel den Skimitar, das sind hier so Multi-Hit, das Full-Damage und so weiter. Der kann halt auch Attacken besser canceln und so, aber mein Charakter ist ganz cool. Schon wieder Draw! Man hat auch manchmal so ein kleines Zeitlimit, ne? So, wer jetzt gewinnt. Und ihr habt nur 100 Sekunden, ihr habt nicht mal 2 Minuten zum Kämpfen. Also man kann sich dann hier auch bei den Charakteren Workshop-Items und so weiter halt runterladen. Hier zum Beispiel so Masken ändern. Das ist eine Batman-Maske. Eine Kitsune-Maske. Ich mag die nicht. Ich mag die Workshop-Masken für Pure, finde ich jetzt nicht so geil persönlich. Wenn die Kitsune-Maske was hat, aber ich mag den am meisten. Obwohl es gäbe noch den. Dann gibt es hier noch verschiedene Farbschemen und so weiter. Sieht schon badass aus, die schwarze Rüstung. Was, ja. Man kann seinen Farbschema auch noch auswählen hier. Dann kann man hier zum Beispiel noch die Chestplate und so ändern. Man kann sich Capes verdienen, glaub durch Turnierwettkämpfe. Aber den hätte ich gern. Tech Pure. Sieht schon cool aus. Und man verdient halt durch gewonnene Runden, also nicht Runden, sondern ihr wirklich Matches gewinnt man halt Notes.
die man sich dann hier Skins kaufen kann und so, also hier. Wobei ich gestehen muss, der ist schon echt hübsch, der Skin hier. Noch 30 Sekunden und keiner von uns beiden hat überhaupt irgendeine Runde gewonnen. Das läuft ziemlich steil bei euch. Oh, hier, Gallic Oprah. Oh, das sieht so gut aus, finde ich, die Katana-Styles. Hier, Staccato Black, finde ich, sieht so gut aus. Es gibt doch nur den typischen alten Gehstock. Oh, 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 oh. Achso, du bist schon... Ja, verdammt. Eine Sekunde zu spät. Was führt denn der Katana? Ja, das siehst du doch oben. Na, komm ran. Liefere mir einen Kampf. Hallo? Lieferst du mir jetzt ein oder muss ich nur... Ich stell mir erstmal. Ja, ist auch ein Attack-Spammer. Ah, heavy Counter-Attack. Ach, verdammt. Ich bin ein Idiot. Ich hätte die Heavy nicht einsetzen dürfen. Ey, was ist denn das? Ich benutze die Fast Stance, Junge! Ich versteh's nicht. Hä? Ich versteh's manchmal echt nicht, das Spiel. So, jetzt mal begutachte mal meinen Riesen-USB-Stick. Du hast bei mir keinen Riesen-USB-Stick. Siehst du nicht das Riesenschwert, das ich da trage? Du hast bei mir das Zone Death in der Hand. Siehst du meins inzwischen eigentlich? Keine Ahnung. So, ich hab so ein Katana-artiges Schwert in der Hand. Fuck. Wow. Ja, der macht Attack-Spamming. Der spammt nur die eine Attacke. Hat er mich jetzt gerade rausgeschmissen? Ja, bist rausgeflogen. Das Problem, liebe Zuschauer, an dem Spamming in dem Spiel ist, es funktioniert! Spamming funktioniert in diesem Spiel viel zu gut. Das ist echt trauriger an der Sache. Dass es einfach funktioniert zu spammen. Ja, was ein Bullshit. Der hat nur Heavy Attack gespammt. Der lacht dich aus. Ey! Gut, du willst es so, verdammt nochmal so! Ey, wieso greift der schneller an als ich? Der hat einen Katana! And he's gone. Wie wird das nicht gekickt? Was? 7 zu 2 war es für ja! Alter, das ist ein elendiges. Ja, es haben nur 3 Leute nicht abgestimmt und das reicht schon, damit er nicht gekickt wird. Ja,
Und mach ihn platt. Oh, er benutzt mal die Balanced Stance. Das hätte ihn eigentlich erwischen sollen, der Griff. Du musst aufpassen, die Fast Attack ist einfach schneller als deine. Wie er nur diesen Kack verwendet, ne? Ey, das ist ja nicht mehr feierlich. Ansonsten muss ich jetzt gleich den Dings ausprobieren, muss ich jetzt gleich den Dinger ausrüsten, den Jian. Problem ist, ich habe nur so blöde Seiten. Ey! Ich blocke doch, verdammt! Ja, gegen den musst du wahrscheinlich Gianna einsetzen, sonst wird das nix. Ey, es ist mir ein Unding, wie der mich blockt. Oh, du hast mal gewonnen. Diesmal habe ich ihn outplayed. Diesmal habe ich es geschafft, ihn auf Distanz zu halten. Nope. I call it nope. Ey, wie kann der mit allen Stances so scheiße schnell immer angreifen? Ich verstehe das nicht. Guck mal, er greift mit egal welcher Stance immer instant an. Das ist so unverständlich. Das hasse ich so an diesem Spiel manchmal. Oh ja, ich gegen Screen von Bro. Bin about time. Ja. Sei mein Wurfstern, Lichtwerfer Bro. Meine Herren. Sie erleben den Dorian Chian und seine verfluchte Effektivität gegen langsame Gegner. Also Queenies Charakter ist arschlangsam. Ich liebe. Also es kommt auch echt immer auf die Schwertwahl vom Charakter an. Screens Charakter ist halt considerably langsam, macht dafür Schaden. Boah, guck, jetzt hat er mich zum Beispiel gut ausgekontert. Hm.
Ah, Sweeney wird abgelenkt. Und tut es mir natürlich leid, dass ich ihm so ins Gesicht gedotzt habe. Ui, mein Pferdeschwanz wackelt. 50 Sekunden verbleibend. Ich lasse das Ganze dann ins Draw laufen, weil... Screeny? Ich werde das Ganze ins Draw laufen lassen, weil... Man zählt ja sonst nicht auf Stil oder Ehre bei Kämpfen, aber wenn bei Duellen, bei solchen Duellen dann schon doch irgendwie. Oh, jetzt, Moment. Wir müssen jetzt ganz schnell zu Ende bringen. Ja, drück mir eine Heavy rein. Mach eine Heavy. Du warst ja schon abgelenkt, als ich dir die Combo mitgegeben habe, deswegen. Ja. Everything about fairness. Oh, der war nice. Das war ein richtig netter Backhand Slash. Ja, und das war ungefähr Blade Symphony. Nee, das war. Ich würde mal sagen, wir beenden das Video mal hier. Ja, sobald ich verloren habe, mache ich das. Okay, es sind nur noch 2 Minuten übrigens. Aua, das war doof von mir. Ah, verdammt. Das war dumm von mir nochmal anzugreifen. Ach, verflucht. Da haut man sich mal für seine eigene Dummheit. Erstmal verbeugen. Ja. Also ihr seht, es kommt auch immer, diese blauen Linien sind immer die Vorgabe, wie ich schlage. Ich war schon immer einer, der wenigen gesagt hat, Pure geht mit dem Dorian Jian. Ja, so. Sie gibt mir noch seine Hand. Final Round. Fight. So, das ist noch ungefähr 1 Minute auf der Uhr. Ja. Was kommt dann am. Ihr seht, mein Charakter ist halt unglaublich flippy. Und schlägt halt auch mal. Er ist nicht. Die Schläge von meinem Charakter zu berechnen sind, ist halt relativ schwer. Als mit einer Balance nach vorne. Zack. Okay, was? Eine kleine Runde kriegen wir noch. Oh, cool, lass uns tanzen. Also ich mag das Dorian Jian echt wieder. Das ist so herrlich, wenn du Multiple Hit... Na. Ah, schön. Das ist immer das... Du musst bei Pure ist... Du machst das echt schon gut. Du weichst nämlich schon immer aus, bevor ich meine dritte Hieb-Kombo, meinen Stich anwenden kann. Wenn der dich trifft, der ist nämlich so nahezu unblockbar. Weil das halt ein Low-Strike ist. Oh, yeah, die Konter. Ja, verdammt. Interessanterweise, weißt du, das Großschwert hat eine höhere Multi-Hit-Rate, ne? Der hier hat, glaube ich, nur eine mittlere Multi-Hit-Rate. Aber ich treffe da mit Multi-Hit deutlich besser. Aua. Du kannst die Attacken auch halb aufladen, das geht auch. Also das war jetzt fragwürdig, ob mein Heavy Strike noch Schaden gemacht hätte. Ich meine, du kannst natürlich in mein Schwert laufen, weißt du? Aber wenn ich mein Schwert nicht bewege, dann tut es dir auch nicht weh, wenn ich es nicht direkt auf deinen Bauch gerichtet habe, verstehst du? Ja. So, ich werde dann disconnecten vom Server. Oder willst du noch spielen? Nee, das war Blade Symphony. So, warte, jetzt bin ich nämlich im Hauptmenü, kurzes Fazit.
Also für jeden, der halt wirklich Schwertkampf mag, bei dem du nicht einfach nur draufbotzen kannst, also du kannst draufbotzen, es geht definitiv. Aber wenn der Spieler dir gegenüber gut ist, wenn er zum Beispiel, wenn du jetzt Diamant bist oder so, dann kann der deine Gespamme ganz leicht einfach mit der richtigen Stance und dem richtigen Schlag auskontern. Also, wer wirklich Lust auf taktischen Schwertkampf hat, der wirklich gut ist, ich finde dieses Spiel gut. Ich finde, das ist echt kein Langzeitspiel, das Spiel, das geht nicht, dazu hat es zu wenig. Aber oder wer sowas haben will wie Soul Calibur, aber kein Soul Calibur hat, oder eine Konsole. Ja, sagen wir mal, es ist wie Soul Calibur, nur es ist halt Schwertkampf mit einem Hauch mehr von Taktik. Es ist halt wirklich, je nachdem wie du läufst, welche Stance du hast, vor allem auch echt, welcher Charakter passt zu welchem Schwert und welche Schwerter habt ihr. Weil Screeny könnte jetzt zum Beispiel als Samurai mit diesem, der hauptsächlich eben so ganz, ganz simple Schläge wie runter, seitwärts macht, wenn Screeny einen Rapier nimmt, so ein Stoßschwert. Er würde keinen Schaden machen, weil er keine Stoßangriffe hat. Also es kommt auch immer drauf an, was man nimmt, wie man es nimmt, gegen wen und so. Es ist cool, und welcher Kampfstil einem halt zusagt. Das ist definitiv eine sehr coole Sache. Und ja, kommt bestimmt nochmal ein Video zu Blade Symphony. Vielleicht spiele ich dann auch mal einen anderen Charakter. Aber ich hoffe, euch hat der erste Eindruck gefallen. Ich finde, das Spiel ist es wirklich wert. Gib mal so eine grobe Wertung jetzt einfach so vom Kurzzeitspielgefühl. Mal sehen. Grafik ist in Ordnung. So ein Source-Spiel definitiv, ja. Wenn das noch in Early Access ist, ist es ein bisschen, noch vom Umfang ein bisschen in Sachen Charaktere auch so ein bisschen gering. Es reicht, die vier reichen eigentlich, finde ich sogar. Sind in Ordnung. Mit dem Workshop ist auch so in Ordnung. Ich würde sagen so 7 out of 10. Ich würde der Taktik zuliebe, ich würde ihm 8,5 geben, wegen der ganzen Detail. Du kannst halt das ganze Schwert so hin und her machen, du kannst deine Schwerter anpassen, du kannst die Stances ändern, jedes Schwert hat so. Also ich mag die Detailliebe und die Art, dass du eben wirklich taktisch kämpfen kannst. Was mir jedoch wirklich Abzug gibt, ist, dass du, wenn jemand schlägt und du schlägst auch genau auf seinen Körper, aber er hat die richtige Stance ausgerüstet, kriegst du den Schaden und er kriegt keinen, auch wenn du ihn noch getroffen hättest. Das finde ich doof. Oder du schlägst seitwärts, er schlägt seitwärts und ihr blockt euch gegenseitig nicht. Und dann er trifft oder du nicht, weil er halt den richtigen Schlag anwendet. Das missfällt mir an dem Spiel. Weil es wirklich sein sollte, wenn ihr auf der gleichen Höhe und so schlagt, dann blockt sie, dann hat sich das zu blocken eigentlich. Du verstehst, was ich meine, Screen, oder du weißt ja, ja diese ja. Momente, wenn du mitten in sein Schwert in seinem Gesicht hast, aber er dich einfach killt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit Blade Symphony. Ich kann euch jetzt nur noch kurz die Charaktere zeigen. Der hier hätte halt ganz simpel hoch, links, rechts Schläge. Den habt ihr ja gesehen, der macht so Stoßschläge und der macht so rundherum Schläge, ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich empfehle euch das Spiel, wenn ihr solche Art von Kampf mögt. Wenn ihr jetzt auf Button Mashing steht, ist das vielleicht nicht so das geilste Spiel. Sucht euch aber ein anderes Beatmap. Ja, aber ihr seht ja, vor allem man sieht die Workshop-Items ja wirklich auch. Das ist ganz cool, was eigentlich. Man so als, wenn du es aktiviert hast als Spieler, ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.